An meiner Seite, wie immer, der deutsche Thomas Gottschalk, Etienne Gardé ist hier. Nils Bohmhoff wird mich dann natürlich entsprechend vertreten. Das alleine ist ein Grund, warum Jan mir die Daumen drückt. Denn je weiter ich im Turnier komme, desto weniger muss er mit mir kommentieren. Nein, und das darf, stimmt nicht. Das und stimmt darf, nicht. Das ja, immer. Es ist doch so. Du bist doch nur hier wegen den Sprüchen. Eine kleine Änderung gibt's, aber die interessiert uns eigentlich erst im Finale. Da würde es ein Best of Five geben. Ich hatte Fabian auch gesagt, ich befürchte, dass ich sonst nicht genug Redezeit mit Nils habe. Weil du wärst ja ins Finale kommen. Ach so. Und dann mit Nils ein schönes Best of Five. Also, da freue ich mich besonders. Ich werde morgen das Spiel schmeißen, einfach nur, damit wir zusammen kommentieren. Finde ich auch super. Finde ich auch super. Also für mich ist es Win-Win-Situation. Die sogenannte Fried Liver Defense. Ist das die Fried Liver, die du da angezeigt hast? So ein bisschen, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Schachnamen. Fried Liver klingt so Hannibal Lecter-mäßig. Ja, man sieht es auch, dass Steve Balken der Zug auch nicht gefallen hat. Naja, Steve Balken und ich, wir sind so. Weißt du noch, im ersten Zugzwang-Turnier hast du mir erzählt, dass du den ausgedacht hast. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Und ich habe mir das, und ich habe es geglaubt. Das stimmt. Also ich habe nicht den Schachcomputer erfunden, aber diese brillante Art, es zu visualisieren, habe ich mir damals ausgedacht. Das stimmt doch nicht. Natürlich stimmt das. Jetzt verarschst du mich schon wieder und ich glaube es schon wieder. Das stimmte auch damals. Du hast doch nicht den Balken erfunden, doch. Der auf jeder Schachseite der Welt genutzt wird. Ja. Das heißt, das hier ist ein guter Tausch für Schwarz, den Läufer herzugeben. Für den Turm und Shorty macht er auch gleich eine Flasche Sekt auf, wenn ich das richtig sehe. Ah, nee, ist Wasser. Naja, du trinkst ja eine Tasse Kaffee über den Tag verteilt. Das stimmt, aber ich sollte mehr Wasser trinken. Und dann versteckst du dich so. Das ist die Tasse Kaffee. Das wäre ein gutes T-Shirt. Dein Kopf, aber so verdeckt, also zwei Drittel des Kopfes verdeckt von der Kaffeetasse. Denk mal über Merch nach. 10% an mich. 10% nur? Ja. Ich könnte jetzt den offensichtlichen Joke machen, mache ich aber nicht. Ach so, ja. Hm. Finde ich eigentlich schade, dass du den jetzt nicht gemacht hast. Hätte mich zum Lachen gebracht, aber na gut. Nee, ich dachte, hast du bestimmt genug gehört. Nee, du wärst der Erste, der den bringt. Wenn Shorty dann den Springer in den Weg zöge, braucht ihr noch mehr Pfeile? Würde ich ja, wenn wir schon einen Turm wegnehmen können, würde ich einfach wegnehmen. Aber es gibt auch so weise Sprichwörter wie, die Drohung ist stärker als ihre Ausführung. Habe ich nie verstanden, aber wir werden jetzt natürlich direkt mal in die Analyse starten mit Großmeister Jan Gustafsson, der euch eure blamablen Fehler aufzeigt. Das ist das Konzept. Denzel Malasanders hier versucht, den Läufer zu fianchettieren. Fianchettieren. Schönes Wort. Fianchetto heißt es auch, ne? Si. Si. Wie viele Sprachen sprichst du, Jan? Deutsch, Englisch, Spanisch und danach so Trollholländisch. Trollholländisch habe ich dran gearbeitet. Norwegisch? Nee, Norwegisch noch weniger. Trollfranzösisch. Trollnorwegisch kommt vielleicht noch ins Repertoire. Aber, und die Sprache der Liebe natürlich. Ich glaube, sie hat sich den Spitznamen gegeben, weil sie. Sie ist sehr, sehr klein. 1,63. Das wissen wir natürlich. Also, sie steht dazu im Gegensatz zu Reef, die ja auch sehr, sehr klein ist, aber immer behauptet, sie sei 1,70. Ne? Aber sie nennt sich Big R, genau. Big Reef. Genau. Wer würdest du sagen, so von deinen Großmeister-Buddies, mit denen du ja jeden Tag abhängst, wer ist da so der Lustigste? Wer ist so der Fun-Bobby der Gruppe? Von denen, mit denen ich abhänge? Ich. Wow. Was aber nicht für mich spricht, sondern gegen die anderen. Das ist ja eine richtige Comedy-Truppe dann. Ja, ja, ja. Ja, ja, eine Zeit lang war es hier. Abzugs-Gardé. Sag mal. Wäre auch eine gute Rocket Beans Merch-Idee eigentlich, so Abziehbilder von dir. Das war mein Straßenname früher, Abzugs-Gardé. So viel. Oh nein, da kommt Abzugs-Gardé. Hier ist unser Butterfly. Geld, komm. Da kommt Abzugs-Gardé. Sorry, du musst hier diese Linie öffnen. Für den Turm, für die Dame. Für Sparta. Oh nein, nein, nein. Was ist das denn? Das war eine Tschüss-Dame-Situation. Oder den davor stellen, aber da greift er mich mit zwei an. Das ist einfach nur ein absolutes Opfer. Das war mein Spitzname auf der weiterführenden Schule. Du hast es nicht leicht gehabt. Ne? Man denkt immer, du hast das alles in die Wiege gelegt gekriegt. Ich war schon immer sehr beliebt. Muss meine charmante, sympathische, zurückhaltende Art sein. Also ich habe Ruth auch versprochen, dass ich über alle anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen schlecht rede und ihnen möglichst viel lobe.
Das hast du ihm versprochen. Das hast du ihm versprochen. Aber ist auch leicht, weil der Rest des Feldes halt sehr, sehr unsympathisch. We're investigating reports of some issues, sending messages, logging in and accessing videos and are working to resolve this ASAP. Also, wofür steht ASAP? Kannst du noch erklären? Das ist eine Rap-Gruppe. Ah ja, ASAP Rocky, ne? Zum Beispiel, oder Ferg, oder gibt's einige, ja. Ich glaube, die sind einfach Fan von dieser Rap-Gruppe. Danke nochmal, Densen. Sehr gerne. Danke für den Kommentar. Da bin ich übrigens sehr gespannt drauf. Den gucke ich mir im Nachhinein natürlich nochmal an. Ich habe sehr viele kluge Sachen gesagt. Glaube ich. Okay, Roos mit dem Eintracht-Schal, was geht ab? Bist du Eintracht-Fan? Was ist das für eine Frage? Das ist so voll das Gerücht, was rumgeht. Ich hätte mit Jan trainiert. Ich habe ein Spiel gespielt und verloren. Ich habe Respekt vor Jan und deswegen habe ich ihn gewinnen lassen, damit ihr nicht in meine Karten gucken könnt eigentlich. Weil ich kann ja eh nicht nachdenken. Ich bin so ein Blitzspieler, ey. Das ist echt total bescheuert. Also mach dir keine Sorgen. Ich glaube, das wird hier eine kurze... Wir können pünktlich Feierabend machen, glaube ich. Er spielt bei einer F3. Meine Lieblingsbauernformation, die Badewanne. Weißt du meinen zweiten Namen? Cedric. Ja. Hast du einen zweiten Namen? Nur Jan. Das glaube ich dir. Ja, das ist sehr schwer. Ich sag dir immer die Wahrheit, du glaubst mir nie ein Wort. Ja, woran das wohl liegt. Aber du sagst auch privat sympathisch, nicht? Nicht wie Varion jetzt? Nicht wie Varion, der ist ja wirklich eine hinterhältige Sau. Das muss man ja wirklich deutlich sagen. Muss man wirklich, also. Gehört vielleicht nicht hierhin, aber. Nee, aber es ist auch mal gut, das mal so in der Öffentlichkeit zu sagen. Ähnlich wie Stefan Tietze. Ja, Stefan Tietze finde ich aber sowohl on air als auch off air. Ja, merkt man schon, was da los ist. Er ist einfach wirklich auch ein mieses Schwein im echten Leben. Aber ja, gut, da gibt es natürlich einige, fallen mir viele Namen ein. Nee, sowohl als auch. Moment, Kalle, was ist da los? Muss er die Tür aufmachen? Oder ist das Rage Quit? Was da passiert? Und er hat zugemacht da hinten. Das heißt, ich hätte den Läufer reingebracht. Ich hätte noch ein paar Jungs angerufen. Wir wären auf jeden Fall mies. Wir wären von Ecke mies gekommen. Wir hätten sein Handy genommen, alles, was er hat, seine Follower. Ich dachte, das wäre so Markus Lanz-mäßiger. So. Ja, ich habe mich da mal mit Flair drüber unterhalten. Ja. Und der hat gesagt im Schach, das Schäfermatt, das ist gar nicht so gut. Richard, ich war da mal in der Antarktis. Da habe ich ein Eskimo-Mädchen kennengelernt. Und das war ganz interessant. Die hat mir gesagt, Markus, das ist gar nicht so, wie ihr das immer denkt. Es ist eigentlich ganz anders. Jetzt Mathe in einem Zug. Tja, wie setzen wir hier Mathe? Mathe in einem Zug, ja, auf die Grundlinie. Freut dich das, dass ich das gesehen habe? Ja. Merke ich. Ah, hier, das ist Fred Lever, alles klar. Läufer C4, Sprenger F6, Sprenger G5, D5, ED, Sprenger D5, Sprenger F7. Das kann ich. Ein Sprenger D5 ist natürlich nicht so ein guter Zug-Chat. Sprenger A5 oder Sprenger D4 oder B5. Das ist so faszinierend, dass du einfach nur anhand dieser Zahlen schon direkt im Kopf das visualisieren kannst. Das finde ich beeindruckend. Ich bin auch leicht zu beeindrucken. Wir fragen vielleicht erstmal den unterlegenen Kalle, wie so kurz nach dem Spiel, man hasst es normalerweise, direkt ein Mikrofon unter die Nase zu haben, aber du bist es gewöhnt, also gib uns Einblick in deine Gefühlswelt. Also ich habe jetzt nebenbei hier mein Abendbrot vertilgt, das war ganz lecker. Ich hatte Twisted Pommes, Mozzarella Sticks und ganz normale Pommes mit Ketchup. Stark. Wenn du spielst, moderiere ich dann, ne? Ja, wir haben einen fast gleichwertigen Ersatz. Ihr könnt RB TV umbenennen in Roosie Baby TV. Ich werde das wegmoderieren, anmoderieren. Das war vorbereitet. Roosie Baby TV. Roosie Baby TV, da können wir mal drüber reden, auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich super, dass du jetzt noch nicht so viel Schacherfahrung hast, sodass du dann für die Leute, die auch noch nicht endlos viel Schach gespielt haben, die Fragen aufbringen kannst, die ich vielleicht gar nicht denken würde, weil ich so unglaublich schlau bin. Ich fühle mich ein bisschen underdressed. Du hast nicht gewarnt, dass wir uns so schick machen heute hier. Das hätten wir ja besprechen können. Du, ich habe ehrlich gesagt befürchtet, dass ich komplett, also intellektuell bin ich eh underdressed. Und vielleicht war es eher so ein Impuls, wenn ich schon geistig nicht mithalten kann, dass ich zumindest optisch irgendwie so ein bisschen versuche, auf Augenhöhe zu kommen. Aber ich finde ja auch, du siehst fantastisch aus. Du hast dieses kleine Krokodil dort auf dem Polunder. Wenn ich mich nur aufs Spiel konzentriere, erreiche ich ein deutlich höheres Niveau. Bei FIFA. Das ist eine Dame. Ist halt einem Turm haushoch überlegen. Weil Turm hoch überlegen. Sorry. Stark. Alter, Herz Kasper. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe am Leben diese Moves, wo ich die Dame bedrohe und gleichzeitig ist es Schach, wenn sie weggeht. Bruder, ich habe das gemacht und so, holy shit. Ich glaube, das Pferd,
dieses eine Pferd da, das hat überhaupt keinen Spaß gehabt in dem Game. Das konnte nur wohin. Ich hab 80% meines Gameplays bestand darin, dieses Pferd zu mobben. Wobei der Computer ihm doch die vorteilhafte, obwohl, nee, Vlaskis jetzt weiß, ich muss mich korrigieren, Vlaskis weiß, der Computer gibt Vlask hier die vorteilhaftere Position, bestätigt damit deine Analyse selbstverständlich, was hätte ich sonst erwarten sollen? Sucht den Infight. Dadurch, dass dieser Bau jetzt auch schon zum zweiten Mal zieht, verliert er so ein bisschen diesen Anzugsvorteil, den du ja heute auch hast hier mir gegenüber. Und das will man nicht. Vlask muss weg mit seinem Pferd. Sonst wäre es hier weggenommen. Also. Sonst ist es Pferd verloren. Lange Rochade. Hast du schon mal eine lange Rochade gesehen? Nee, tatsächlich nicht, aber erklär sie mir. Ist wie die kurze Rochade, nur länger. Und Vlask ist sehr dicht. Vlask ist... Ist das ein Vorteil? Am Munkel, dass er häufig sehr dicht ist. Dann gehe ich hier hin. So. Was war das? War es ein Mausslip? Er sagt, er flucht. Ist ein Mausslip? Ich glaube, verklickt. Ja. Er hat sich verklickt. Ist zu seinem Glück kein schlechter Zug. Ist sogar ein ziemlich guter Zug. Du hattest Glück im Unglück. Ich wollte den Bauer gar nicht nach vorne machen. Wir haben es gehört, dass F3 Missklick war, aber es war ein wahnsinnig guter Missklick, weil danach gibt es keine Verteidigung mehr für Vlaskas, sondern es wahnsinnig Glück im Unglück. Ne? Ich kenne sogar dieses Boxschach, ne, wo man 3 Minuten Box, 3 Minuten Schach spielt oder so. Ja, ich weiß nicht, ob es diese Meme-Sportart noch gibt, aber also für einen Joke wäre ich dafür zu haben, so, weil das einfach das Bild einfach so lustig ist, wie wir blutverschmiert hier Schach spielen für 3 Minuten und dann sterbe ich. Ne, aber nee. Ihr könnt bei Vlaskas jetzt weiter? Ja, weil ich gehe ins Bett. Ah, du gehst ins Bett. Ich würde mir gerne die zweite Partie angucken. Ich muss ja seit 2 Stunden im Bett sein. Ich habe noch ein kleines Gedicht. Oh. Es ist ein Schachgedicht. Und es geht darum, wer heute gewinnt. Wie heißt es? Es hat keinen Namen. Es ist ein Schachgedicht. Es heißt, es geht so. Ich bin sehr gut in Schach und du bist ein Wurm. Ich sehe meinen Bauern und schlage deinen Springer. Ich bin die Prominenz im Turnier, also fühl dich geehrt. Ich bocke manchmal rum wie ein aufgeschrecktes König. Ich bin nie in Frankreich, nur mein Familiennachname lässt Gegenteiliges verlauten wie eine ironische Turm. Ich bin manchmal sehr wütend wie ein Hund im Zwinger, ich denke in der Szene quer wie ein Bauer. Ich bin manchmal schnell genervt und ja, dann stöhne ich, was behandelst du mich auch einfach nicht wie ein Pferd. Ich bin Fußballfan und dabei werde ich auch mal sauer, was stehst du auf dem Feld rum wie eine dumme Dame. Ich komme von der Straße und hab Style wie ein Caddy. Ich gewinne dieses Turnier, denn ich bin der EDOP. Wow. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe eine Baldrian tatsächlich vorhin genommen und eine Aspirin-Komplex, also eine interessante Mischung. Gut Holz, sagt man gleich. Gut Holz, nicht aber nee, man sagt eigentlich nichts. Also Handschlag ohne, oder Fistbumpheutzutage ohne Augenkontakt. Awkward. Und los geht's. Ja? Kann man da nicht irgendwas machen, dass nicht sprechen. Beide ihre Damen hochhalten und sich oder so ein Bruderkuss mit den Königen so. Das Typische wäre hier das klassische Fianchetto, G3, Läufer G2, dann kurz Rochade. Das hat sogar einen Namen, ja? Fianchetto. Fianchetto. Bin mir nie sicher, ob du dir das nicht ausdenkst, irgendwas, was phonetisch italienisch klingt. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Du hast erklärt, dass es nach dem Soldaten, ich meine, Giacomo Fianchetto benannt ist, damals gefallen ist. Absolut richtig. Ich habe das gegoogelt, es war eine dreiste Lüge. Fianchetto heißt einfach Flanke. Ich habe dir geglaubt. Ja, er ist aufgrund eines Flankenschusses verstorben. Seine ganze rechte Flanke war aufgerissen. Und er ist dann verstorben, 20, 30 Jahre später an den Spätfolgen. Warst du Tischtennisverein früher? Ja. Ich auch. Minimeisterschaften 1991, also absolut. Hochverdienter 3. Platz damals. Ja, ich erinnere mich, ich habe damals kommentiert. Das war ein knappes Halbfinale, was du damals verloren hattest. War bitter. Ja, ja. Gegen François. Table Tennis. bei dem Namen habe ich mir schon Sorgen gemacht. Also, das Wort Table Tennis ist natürlich auch lange Geschichte. Ja, der Schachgöttin Kaisa, das ist die Schachgöttin, ja auch größere Opfer gebracht als Edope an Zeit. Absolut. Ist das eine KI auch? Oder? Kaisa, ja, das weißt du. Also auf Englisch Aisa. Jetzt wird das gegnerische Pferd geschlagen, es vereinfacht sich weiter. Ich sage auch schon Pferd. Springer! Weißt du, was ich meine? Der Läufer würde gerne diese Dame schlagen, aber dann käme die andere Dame und würde den König schlagen. Ist das, was ich nicht machen? Man darf sich nicht selber Schachmatt setzen. Das ist ja nach der neuesten Regeländerung aufgenommen worden. Von letzter Woche. Vorher ging das noch. Ich habe doch am Anfang geblundert. Ich habe mich sogar, das ist die gesamte Schachpartie geärgert über mich deswegen. Du warst schwarz. Ach Nils, an mein Herz. Echt? Das ist meine Droge heute. Baldrian. Zählt das als Doping eigentlich? Nee, aber als Werbung. Schlaf. Als Werbung, okay. Da, zack, öffnet er wieder zu früh.
das Visier, versucht hier wieder Stress zu machen, wo es gar nicht nötig war. Stress ohne Grund. Ja, da hätte er sicherlich gerne mal F5 gedrückt und neu geladen. Ist ihm leider nicht vergönnt. Ja, und ich glaube nicht, dass der Bauer hier alt genug wird für F4 überhaupt. Eine kurze Rochade. Viele gute Möglichkeiten. Ja, Springer geht raus. Kaum sage ich es hier, sagt der Balken, nee, Springer 6 war es nicht. Balken, Alter, das ist auch keine Ahnung. Ist auch nicht immer recht, nur weil du hier KI bist. Wir Topspieler sehen diese Duelle mit dem Computer nicht so als aussagekräftige Disziplin. Wie wenn man immer verliert, würde ich das auch so sehen, ja. Genau. Ist ja, man rennt ja auch nicht gegen Ferrari um die Wette. Oder so Sprüche kommen. Zu viel Bälle im Spiel, sagt man so? Absolut richtig, ja. Wo sagt man das? Wo gibt es zu viel Bälle im Spiel? Beim Fußball, wenn aus Versehen zwei rausgeworfen werden, woher kommt das? Ja, keinen Sinn. Ja, das ist von einer ausgestorbenen Sportart. Die gibt es nicht mehr. Die hat man früher gespielt. Bei den Etruskern tatsächlich. Mhm. Das war ein Spiel mit 27 Bällen. Und wenn der 28. Ball ins Spiel eingeführt wurde, dann mussten alle schlagartig das Spiel verlassen. Und wer als letzter das Spielfeld verlassen hatte, wurde geopfert den Göttern. Oh, okay. Ein Sohn hast du, ne? Meine Kinder vernichten sofort dieses Band bei mir, weil es ein fantastisches Spiel ist, das entweder im Mund zu nehmen oder rauszuziehen. Und ich bin nicht in der Lage, es da jemals wieder rein zu flechten. Gibt es dafür eine Lösung? Erlebniswelt. Nein, ja, es gibt eine Gewalt an Drohnen, ist immer eine Lösung. Ne? Dass man irgendwie die Dinger nimmt und dann zum Schlag ausholt mit diesen Bändchen, dann die hinterlassen fiese Striemen auf der Haut. Das gefällt denen nicht in aller Regel. Können ja nichts ab. Ne? Er geht in die Offensive mit der Dame, ist in der Mitte des Feldes jetzt. Das ist die Damendominanz. Doppel-D. Das kennt man. Ja, klar. Und wenn du am Ball bleibst, dann kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass da eine Menge Potenzial in dir schlummert. Das sage ich als jemand, der in seinem Leben zwei Partien Schach gespielt hat. Das hat dich ein bisschen überrascht mit dem Anzug, ne? Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, er warnt hier. Aber der Nils, so. Ja. Meinst du, das war nur für Zugzwang oder meinst du, das war hier? Nee, der trägt irgendwo privat, aus einer Kulisse. Der trägt privat immer Anzug. Ist das wirklich so? Ja, ja, ich kann ganz schwer einstellen. Der zieht sich dann nur für die Streams oder wenn er on air geht, zieht er sich einen RKT-BNS-Pulli an. Ist ja die Frage, ob er morgen nochmal, glaubst du, er kommt morgen nochmal mit dem Anzug? Nicht, ich glaube, morgen kommt er im Wife-Beater. Dann wäre es cool, wenn du mit dem Anzug kommst. Oder ich bringe einfach Optionen mit und dann lauere ich in der Tür. Und dann kannst du gucken, ja. Ich kann ja auch versuchen, das vorher herauszufinden. Sag mal, Nils, ich schreibe ihm später, sag mal, Nils, weißt du schon, was du morgen anziehst? Bei Zugzwangs interessiert mich einfach. Einfach aus Interesse. Alter Schwede, ich sehe zum ersten Mal dieses Zimmer in diesem Glanze und es sieht einfach aus wie ein Traum, den ich mit 12 mal hatte. Und das war aber einfach nur Karstadt. Ich hab extra hier so die weiße Wand gemacht, weil ich habe mir so gedacht, ich muss das genau das Gegenteil von Densen machen. Ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Das ist wirklich ein Kontrast. Gegenteil. Also, ne, wann hat man schon mal die Chance, dass ein Großmeister irgendwie deine Züge kommentiert? Ist schon cool. Ja, und Jan hat es ja auch kommentiert. Jeden Tag, Ruth, schreib mir auf Discord, ich bin sofort am Start. Und Jan hat auch noch was gesagt dazu. Also. Eine der goldenen Schachweisheiten, wie wir ja gelernt haben, niemals den F-Bauern ziehen. Ich bin kein so großer Fan von. Ich weiß, dass du den das König hast. Jetzt zu entblößen. Das magst du überhaupt gar nicht. Das ist keine persönliche Präferenz. Das ist nicht so gut. Ja, herzlichen Glückwunsch, Roos, für die, ich glaube, für den schnellsten Sieg in Zugzwang-History, würde ich mal sagen. Etienne. Etienne, der schnellste kommt, wenn ich gegen dich spiele. Wenn ich es tatsächlich schaffe, ne? Jan, da musst du mir Magnus vorstellen. Ich muss mit ihm reden. Ja, ich tu, was ich kann hier für das große Interview. Musst du nach Oslo mal fahren. Das wäre Pay-TV, wäre das hier. Roos interviewt Magnus, da würde ich auch für zahlen. Aber besser wäre gewesen, den Springer hier anzugreifen mit König nach D7. Nee, Jan. Okay. Pass auf. Und dann verlierst du den Turm, weil du den Springer halt nicht angegriffen hast. Und objektiv ist Weiß hier wieder im Rennen. Aber du hast total recht. Ich habe, wenn du dich an den Zug erinnerst, nicht nachgedacht. Also ich habe den schon fast vorher gesetzt, aber ja. Ich du hast total recht. Ich hätte ne? Also es kann ja auch sein, dass jetzt hier Densen gewinnt und dann haben wir hier noch ein Armageddon. Also das kann noch ein langer Schachabend werden. Das hängt jetzt ein bisschen auch an Densen. No pressure. Jetzt noch mal Druck, ey. Wenn er mehr reagieren muss und nicht dauernd so, er ist so ein bisschen ein kleiner Schachbully, dann sieht das schon ein bisschen anders aus vielleicht. Kennst du das aus der Schule, die Schachbullis, die ja auch so das Pausenbrot machen? Ja, die
Basketballmannschaft an den Spind drücken. Und so. Ja, man kennt's. Hochgehoben an den Hosenträgern, die Basketballspieler. Die und die Tischtennis-Raudis, das waren die krassesten. Die haben auch alles gebumst. Nein! Siehst du das? Er hat die Dame, er hat übersehen, dass er mit der Dame jetzt zuschlagen kann. Moment, Moment, das muss Dennis ja überhaupt erstmal sehen. Er sieht's nicht. Weil Roos auch gesagt hat, er zieht nie zurück. Vielleicht weiß er gar nicht, dass Figuren zurückziehen können. Hier war letzte Chance. Meine Dame da genommen, ne? Ich wär direkt mit Navi nach Essen gekommen, ich hätte dich gesucht. auf diese Niederlage mit Navi. Navi nach Essen. Samstagabend, nimm dir nichts vor, weil es wird Best of Five gespielt. Also du musst dann dreimal. Echt Samstagabend, ey, okay, ihr werdet das nicht glauben, aber Samstagabend habe ich ein Flair-Interview. Ohne Spaß. Ruhestand verschieden. Schach ist so ein ruhiges, langsames Spiel, aber das Herz, also wenn ich mit Pulsmesser spielen würde, würde bei mir wahrscheinlich auch so eine 160 stehen, tatsächlich. 160 oder wie Etienne sagen würde, puh, Ruhepuls. Du trägst heute eine Halskette, ist sie von deinem Sohn ein Glücksbringer? Ja, das ist von meinem Sohn, das ist seine Hand, die hat er in der Kita gemacht, die soll mir blicken, ja, er ist offensichtlich Werwolf. Und ja, auch ich finde, kann man mal sehen. Ja. Das fantastisch ausgemalt, das künstlerische vom Papa. Bringt natürlich Sympathiepunkte. Maxim, du kannst auch schnell noch irgendwas rauskramen, hast du noch was? Ja, meine Kinder haben auch so eine eigene Switch gebastelt. Oh ja, wow. Oh, guck mal. Ja, das ist auch ganz niedlich. Da sind tatsächlich keine Spiele drauf. Fuck, aber jetzt habe ich schon den Kinderbattle verloren oder was? Da ist Mario. Und das sind irgendwelche krassen Plattformen oder so. Nicht so schlecht. Ja, also das Ding wiegt doch eine Tonne. Aber man muss sagen, dein Sohn ist ja schon 27, ne? Das ist dann ja vielleicht. Ja, richtig. Ich will einfach nur gewinnen, damit Nils morgen wieder kommentieren muss. Perfekt. Das ist gut, weil ich hatte meinem Sohn versprochen, dass ich mit ihm zusammen Zeit verbringe. Er sieht mich ja sehr selten. Und er war schon sehr traurig auch heute wieder, dass ich dann wieder heute Abend nicht zu Hause bin. Aber okay, das ist natürlich auch wichtig, dass du dann heute gewinnst. Und wenn ich jetzt anfangen würde mit Schach, das würde mir so viel Lebenszeit nehmen, dass ich das nicht verantworten kann. Ich arbeite nebenbei noch an den Büchern, die ich noch schreiben möchte. Und die Regenrinne muss einmal vom Laub befreit werden. Rasen gemäht, solche Sachen. Und ich will auch mich nicht nur darauf reduzieren, aber welche Expertise bleibt mir? Das Einzige, was ich kenne, ist die Uhr. Und die Uhr ist bei Maxim unter 3,5 Minuten und bei Eddie ist sie noch bei fast 8 Minuten. Also Maxim hier, enorm unter Druck. Und ich weiß nicht, ob du auch ein Auge auf die Zeit hast, aber da hat er nur noch 2,5 Minuten. Oh, jetzt, wo du sagst, tatsächlich, es sind gleich 2,5 Minuten, das könnte noch zum Faktor werden. Wo er sagt, ja, wenn ich verliere, ist super, habe ich keine Terminkollision am Samstag. Ja. Wenn ich gewinne, ist auch super, dann habe ich gewonnen. In meinem Kopf wäre, wenn ich gewinne, ist blöd, weil dann kann ich den anderen Termin nicht wahrnehmen am Samstag. Mhm. Wenn ich verliere, würde es mich auch ankotzen. Also es ist ja dieselbe Situation. Ihm geht's gut, ja. Mir geht's nicht gut. Warum? Das ist eine innere Weichenstellung. Das ist ganz einfach. Ist es so einfach? Ja, es ist natürlich völlig einfach. Man kann sich trainieren, das Positive zu sehen, das ist eine Entscheidung. Bist du gut im Positivsehen? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Ich mag es, wenn es mir schlecht geht. Eine sehr dramatische Person. Ich mag das, wenn ich mir selbst leid tun kann. Daraus ziehe ich Kraft. Ich lache, aber innerlich weine ich. Maxim hat die Badewanne aufgebaut. Ist das ein tatsächlich existierender Begriff, ja, die Badewanne? Ich weiß nicht, aber es stimmt. Ich werde an dieser Stelle behaupten, dass ich diesen Begriff geprägt habe. Auch auf Englisch Bathtub habe ich sehr häufig verwandelt im Schach. Weil ich finde, das sieht eher aus wie ein Regenschirm, ehrlich gesagt. Das ist unserer Sicht. Also es ist, weil es kommt natürlich aus Maxims Sicht okay, da kann ich das noch nachvollziehen. Aber aus unserer Sicht ist die Badewanne ja verkehrt rum. Nee, komm. Badewanne. Völlig richtig, ist eine Badewanne. Und das sage ich als jemand, der das sehr ungern sagt. Oh, was ist jetzt passiert? Nö, warum? Oh, Schachmatt. Ich habe selber nicht gesehen. Ich habe den sogar eben vorgeschlagen. Etienne Gardet kann hier Schachmatt setzen, deshalb dreht der Balken so durch. Läufer nach H5 Schach. Der König kann nirgends hin. Der Bauer müsste dazwischen, würde geschlagen werden und es wäre Schachmatt. Ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen. Ich hatte auch gedacht, das ist normal so. Aber es wäre matt in 2 Zügen. Wie der Tweet mit Matt Damon beim Zugfahren. Uff. Das spiele ich einfach auch selbst sehr gerne, diese kleine Rochade. Klar. Ist ein probates Mittel, spielen nicht viele. Ist ein bisschen ungewöhnlich, out of the box, aber so bin ich. Haben die beiden ein Rating? Sehe ich hier gerade die Frage. Ja, wir beide haben ein Rating. Welches Rating hattest du noch? Ich habe so ungefähr 2643. Ja. Ja, ich auch so ungefähr.
Hat er den jetzt auch genommen? Hat er gemacht, er hat die Sprengergabe gemacht und Maxim trinkt wieder aus seinem 15 Liter Wassertank da. Zwei Sekunden, nachdem ich gezogen habe, habe ich, glaube ich, eine Mattsituation gesehen und danach war ich mental tot. Der Bauer müsste dazwischen und es wäre Schachmatt. Ja, das habe ich gesehen, nachdem ich den anderen Zug gemacht habe und danach war bei mir der Selbsthass auf einem noch mir unbekannten Niveau. Ich bin sehr neidisch auf Maxim, nicht unbedingt der Schachskills wegen, aber wegen der immer guten Laune, dieser positiven Art, das Leben zu sehen. Also, es nervt. Aber da ähneln Maxim und ich uns ja schon, also muss ich sagen. Da sind wir ja sehr ähnlich. Absolut, absolut. So sehr ich auch gerne gewinne, aber nichts ist mir wichtiger, als Nils und seinen Sohn am Samstag zusammen zu wissen. Ich habe einen Anruf bekommen von meinem Sohn, der ist morgen schon verabredet mit deinen Söhnen und die machen einen drauf. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Der hat mich ja gerade erst angerufen. Da hätte ich ja ganz anders gespielt, wenn ich das gewusst hätte. Du, die haben mich gerade erst angerufen. Ich habe das auch nicht gewusst, einfach, dass die auf dem Switch sind zusammen. Du musst da deinen Wasserhumpen diesmal wirklich bis zum Anschlag voll machen. Ja. Ne? Das ist best of five. Pass ich auf. Ja. Und dann nicht aus dem gelben Bottich trinken. Ne? Du hast ja immer einen großen. Nee. Voll ich habe so eine Urin-Filteranlage tatsächlich installiert, direkt unter dem Tisch. Sehr nützlich. Ja. Ich muss nur noch gucken, wie ich meinen Kot in Essen verwandle. Aber mit Urin ist geil. Das ist ein anderes Format, das machen wir mit Nebel zusammen. Aber hast du auch ein bisschen das Positive gesehen? Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du YouTube-Kommentare liest. Ich lese eigentlich hier immer nur bei Rocket Beans, weil Leute meistens nette Sachen über mich schreiben. Über dich, ja. Ich wollte gerade sagen. Auch viel über Nils. Nils auch. Ja. Ich glaube mir, dass ihr beide gerne YouTube-Kommentare habt. Das glaube ich. Ich musste mein Flair-Interview schon wieder einen Tag verschieben. Das machen wir jetzt morgen. Also wirklich, ey, ihr habt mich gebumst. Alles gut. Dieses Bauern nach F6, so hat Denson gespielt. Da wetter ich ja immer gegen den F-Bauern. Ja, mach's wieder. Hat er bei mir auch gemacht. Ich geh nach Hause. Maxim, ich hab's dir gestern noch mal gesagt in der Analyse. Nicht den F-Bauern. Ich will es nicht mehr sehen. Erklär mir kurz, was hier los ist. Also Läufer B vom Schach. Was? Mit wem redest du? Ich dachte, wir hätten zu Roos geschaut. Ich hab nee, gehört. Ist gut. Nur die Toilette, damit ich mit dir reden kann. Wer redet hier gerade mit wem? Ich bin auch verwirrt. Roos mit uns oder Roos mit der Toilette? Mit wem redest du denn? Ich rede mit dir oder mit der Kamera, keine Ahnung. Achtet mal auf die Zeit. Roos ist bei 11 Minuten. Am Ende dieser Partie hat er 45 Minuten auf der Uhr. Ich sag's euch. Stress ohne Grund. Ist ein bisschen kommt mir vor wie Leon Mascher. Ich denke, ich spiele Schach, aber ich spiele nur Schach mit mir selbst, wenn die beide hier all meine Züge machen. Ist das ein Zitat von einem Leon Mascher-Song? Das ist ein legendäres Leon Mascher-Zitat. Ede versucht einfach nur klug zu gucken. Ich auch. Mit einem Auge sieht man besser? Ja, ist gut. Ja, ich habe Maxim dafür gestern auch schon kritisiert, dass er bei allem, was er macht, ja auch freundlich, optimistisch, erfolgreich, sympathisch widerlich bleibt. Also, was ist los mit jünger, fitter? Es ist, ja. Was soll das? Wir brauchen ein paar Leichen im Keller. Ja, wir wissen natürlich auch nicht alles. Also, wir wissen nicht alles. Ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, dass Maxim nur einmal die Woche Zähne putzt. Und dann auch gleich nur 30 Sekunden, also nicht die 3 Minuten, wie man sagt. Und auch nur mit dem Finger und Seife. Das ist also insofern, jeder hat Intradentalbürstchen, weiß er gar nicht, was das ist. Weiß ich allerdings auch nicht. Ich auch nicht ganz genau, das Intradentalbürstchen. 35 Sekunden! Selbst wenn er die Dame sich holt, es wird nicht einfach in der kurzen Zeit schachmatt zu setzen. Naja, 10 Sekunden pro Zug. Ja, gar kein Problem für den Großmeister. Ja, auch nicht für den Markov, der lebt hier doch seit einer Stunde, lebt er doch von den 10 Sekunden. Er muss machen. Weiß er, dass er dran ist? Guck mal, wie entspannt der guckt bei 14 Sekunden Restzeit. 12! Ja. Ich dreh durch. Jetzt kurzes Einblick auf die Uhr. Roos versucht jetzt extra schnell zu ziehen. Leute, was ist das hier? Roos war kurz unter 10 Minuten gefallen, das war natürlich kein Zustand. Er will noch eine? Braucht er nicht. Er könnte jetzt auch einzügig matt setzen. Das ist er hier schon. Warum will er denn noch eine? 3 Damen sind zu viel, Maxi. Zack. Er kann jetzt hier. Ist das aus Erfahrung? Oder? Ist das Bild gestürzt? Nee, ich glaube nicht. Also Maxi bewegt sich ja. Oder bei Roos ist eingefroren, das kann natürlich sein. Atmet er noch? Er bewegt sich wirklich gar nicht. Also ich bin dafür, dass wir ein Best of 3 draus machen. Weil das ist ja absolut anstrengend. Das heißt, du bewegst deine Figur auch, wenn du sie anklickst,
und dann auf irgendein anderes Feld klickst. Ja. Das habe ich in diesem Game dreimal gelernt. Im Finale in der fünften Staffel Zugzwang fällt jetzt auf. Einen kleinen Maus-Slip hatte ich ja auch schon. Erinnerst du dich damals in der, wo wir Blindschach gespielt haben, wo ich das auch hatte? Ja. Hatte ich auch mal so einen Maus. Da hab ich Glück gehabt. Ja, hast du richtig Glück gehabt, sonst wäre das anders ausgegangen. Aber naja, warum heißt das eigentlich Increment? Was ist Increment? Ich weiß nicht. Ist ja, ich denke mal an das Gegenteil von Increment, aber damit kannst du ja nichts zu tun haben eigentlich, ne? Was ist das Gegenteil von Increment? Exkrement, dachte ich. Kann ja nichts damit zu tun haben. Ich bin immer so ein bisschen, wenn beide Damen weg sind, immer ein bisschen erleichtert. Ich habe immer das Gefühl, dann ist so ein bisschen Tempo aus der Partie, ein bisschen, ja, ist ein bisschen entspannteres Spielen ohne die Damen irgendwie. Ja, schön Schinken-Käse-Toast, irgendwie einen Kung-Fu-Film anmachen, nicht so hoch. Genau. Könnt ihr jetzt auch Bau nach F3 spielen, den hier befragen, den Springer. Entschuldigen Sie, was machen Sie denn da? Auf G4, darf ich mal Fahrzeugschein und Führerschein und Fahrzeugschein? Der Balken verrät ja. Der Balken ist auch immer ein kleiner Spielverderber, weil der zeigt einem einfach spoilert. Schon an, dass da nicht viel Lösung ist. Hier kommt Balken. Nee, das ist der Star der Show. Naja. Ich höre euch alle großen deutschen Podcasts. Porn, Erdbeerkäse, Fest und Flausch. Als ob du Porn hörst. Baywatch Berlin. Du hast in deinem Leben noch nie eine Folge Porn gehört. Doch, wenn mir mein Chat schreibt, ey, die haben über dich geredet bei Porn, dann bin ich sofort dabei. Haben wir schon mal über dich geredet? Eine Folge wurde ein bisschen Zugzwang besprochen. Was wir alles wissen. Unnützes Wissen bringt. Wir sind wie Lanz und Precht, nur für Schwachsinn. Ja, nur in dumm. Und ohne die Celebrity Friends, mit denen wir drüber geredet haben. Habe ich gestern wieder zum Einschlafen gehört, die neue Folge übrigens. Hör ich immer zum Einschlafen. Mhm. Richard, wir sprechen heute über Bundespräsidenten. Das erinnert mich an meinen Trip nach Südindien. Ja. Da habe ich eine Frau gesehen. Mit so strahlend hellblauen Augen. Ganz dunkle Haut, strahlend hellblaue Augen. Ich habe sie natürlich fotografiert. Und das Besondere ist, sie saß in einem Loch. Aber diese Augen, an die habe ich seitdem sehr häufig denken müssen. Richard, wo treffe ich dich? Zu Hause, Markus, wie immer. Ich wohne zu Hause. Mein Podcast zeichne ich von zu Hause auf. Nicht jeder reist jede Woche irgendwo hin, um Leute zu interviewen. Ich bin zu Hause, Markus! Richard, warst du mal in Nordengland? Da nein, in Markus, ich bin in Düsseldorf. Ich bin Buchautor, ich schreibe Bücher von zu Hause. Wir haben dafür ZDF mal in Russland gedreht. Was? Da wurde ich in so einen Raum geführt. Da saß eine 100-jährige Frau. Die hatte so wache Augen. So, hier passiert einiges auf dem Schafbrett. Sorry. Fällst du von A4? Das Feld? Hm? Da Schach geben oder was? Nee, einfach, wie es dir gefällt. A4 ist ein schönes. Ja, ich bin eher so. Ist dein Lieblingsfeld? Nee, ich bin eher so kleingedruckter DIN A5-Typ. A4. A4 ist groß, das stimmt, hast du recht. Machen wir eine Werbung, liebe Regie, oder machen wir direkt weiter? Also ich muss ganz kurz pullern. Okay, dann machen wir eine Werbung. Dann machen wir eine Werbung, gehen wir alle kurz einmal pullern. Nee, warte mal. Haben wir noch einen neuen Link bekommen? Jo. Wo ist der denn nochmal jetzt hier nochmal? Ganz unten. Ey, der Link funktioniert nicht. Wir müssen das Turnier absagen. Egal, dann ist es so entschieden. Nicht den F-Bauern. Springer gehen wir mit. Den gehen wir mit. Den gehen wir mit. Den Läufer raus gehen wir mit. Na? Er will ihn ziehen. Er will ihn wieder ziehen. Ja. Ich glaube, er macht das aber auch, um dich zu provozieren. In Schachclubs wird der F-Bauer festgeklebt auf dem Brett. Um den... Da ist er. Da ist er, der F-Bauer. Ich lieb's. F, alle mal F in den Chat, bitte. Hier, F für den F-Bauer. Was ist... Mal Pfeile. Wo ist Pfeil? Das? Keine Ahnung. Was passiert, wenn ich hier... Was passiert, wenn ich hier... Macht nix. Ja. Ja. So, was hältst du von der Taktik? Finde ich super. Etienne, würdest du auch sagen, dass mit unserer Globalisierung vielleicht eine Globulisierung einhergeht? Wie viel Liter Wasser hat Maxim in seinem Leben getrunken? Also, wie das aussieht, trinkt er 12 Liter am Tag. Ich meine, was ist das, eine 8-Liter-Karaffe? Den müsste er noch loswerden vorher. Nein! Mausflip? Nee, das ist hier! Da! War es ein Mausflip? Wie kann man so viel slippen? Ja.
Was ist denn da los? Warum und warum passiert ihm sowas gegen mir, gegen mich nicht? Boah. Da gibt's doch bestimmt wieder für einen Namen, irgendwie das Gitter oder die Zähne des Nosferatu oder sowas. Was ist das für eine? Das ist hier das W-Hotel, nennen wir das. Nein, das Bullshit. Das ist W. Ach, ja, es ist ein W, aber das heißt nicht W-Hotel. Wir müssen Lanz und Precht gar nicht mehr karikieren, wir werden langsam dazu. Ja. Jetzt haben wir hier Hotel, Hollywood Stars, Name-Dropping, Seth Rogen. Ich habe mich mit Seth Rogen aber lange über Marihuana unterhalten und der sagte was ganz Interessantes. Richard, finde ich gut, sagt Richard, ich war mal in einem tibetanischen Bergkloster und dort habe ich mit einem Mönch geredet, der sagte etwas ganz Interessantes. Der sagte zu mir, Markus, es ist gar nicht so, wie ihr das immer seht. Es ist ganz anders. Das wäre dann, und da ist die Karaffe, schön, dass wir die auch noch mal sehen. Ich glaube, Timo schaltet aber auch immer direkt auf Close, sobald die Karaffe kommt. Das hab ich schon ein paar Mal gesehen. Der hört das schon, das Geräusch, den Griff und zack. Rooster hat das ja wieder gemein gespielt. Den Springer, der zum Fraß vorgeworfen hat, wenn du schlägst, dann kommt natürlich der Tom her. Genau, das habe ich gesehen. Das war wie? Das war nicht extra, das war nicht zum Fraß vorgeworfen, Mann. Das war Dings aus Versehen. Springer reingeschmissen aus Versehen. Ah, ja, Bruce, wir haben schon zu viel Schaff von dir gesehen. Immer diese Tricks. Warum lasst du mich nicht mal ein paar Tricks machen? Guck mal, der ist aufgeregt. Guck mal, wie der da zappelt. Nochmal bedrohen? Was ist denn da los? So spiele ich eigentlich nur Schach, wenn die Kamera aus. So mache ich ganz andere Sachen. Das macht mich kirre, wie der Maxim da am Tisch rumhobelt. Können wir mal reinhören? Weil das Pferd ist einfach fucking useless as fuck. Also so. Schön gesagt. Wie Maxim so treffend sagte, das Pferd ist fucking useless as fuck. Oh, Maxim muss auf die Toilette, sagt. Deshalb zappelt der die ganze Zeit. Ah, deshalb? Ja, dann geh. Beeil dich. Gibt's so eine Pausetaste? Nee, Zeit läuft. Aber was ist denn, wenn man mal muss? Ja, dann geh mal auf Toilette. 6 Minuten. Wie lange brauchst du denn, um auf Toilette zu gehen? 6 Minuten. Okay, dann wird's schwer. Das ist noch nicht wahr. Das ist noch gar nicht angekündigt. Ich piss mir ein, ey. Ich piss mir ein, Leute. Das geht nicht. Geh auf Toilette, Maxim. Geht nicht. Piss mir ein. Doppelte Bedrohung. Machen wir so. Die Stimme. So, dann gehen wir nach da, dann gehen wir nach dort. Kommt's gleich auf. Ich kann's nicht mehr ansehen. Ich auch nicht. Geh auf Toilette. Ich geh gleich für ihn. Mann, nimm die Karaffe. König anfangen zu laufen. Pinkel in die Vase. Ich kann das echt nicht angucken. So, der hier ist immer wichtiger als der. Ja, aber da muss er ja Zeit runterlassen. Geh! Scheiße. Geh schnell! Okay. Endlich. Ich kann enorm gut einhalten. Ja, es ist ein richtiger Skill von mir. Ich bin Großmeister im Einhalten. Da macht mir keiner was vor, da würde ich es mit jedem aufnehmen. Wir haben einen Gewinner. Wir haben überlebt. Wegen dem letzten Spiel hatte ich ja so eine Angst, dass ich da nicht durchkomme mit den Bauern. Ich bin direkt mit 3 Jungs, 3 Cousins und dem König hochgekommen. Ich so, hey, wir gehen alle hoch. Ist mir scheißegal. Vielen Dank für dieses tolle Finale und nochmal Gratulation an Roos zum Dankeschön, danke. Völlig verdienten. Ey, mach mal, Eddie, mach mal jetzt bei RBTV so ein fettes, so ein Poster von Roos, sein Gesicht, so direkt bei Roos. Wir bauen dir eine Statue, die ist schon in Auftrag. Weiß nicht, ob noch jemand da ist. Das ist die Samstagabend-Crew. Hey! Ja. Das ist offensichtlich Timo. Wenn du den Regisseur schon daran kennst, wie er zoomt. Auch nochmal Grüße an Nils, der das auch toll gemacht hat, hier gut eingesprungen ist. Ich habe sogar gesehen, du hast versucht, ihn zum Schach zu bewegen, aber Keine Chance. Nee. Hat zu tun, ist zu busy. Wäre aber, glaube ich, eigentlich tatsächlich eine Disziplin, für die er die Skills mitbringt. Sehr ruhig, innerlich ausgeglichen, strategischer Denker. Schade. Die Zeit. Ja. Und ich könnte die erste Anfangszeit nutzen, um ihn dauernd zu gewinnen gegen ihn. Das wäre, bis er irgendwann dann besser ist, wäre das eine schöne Zeit. Und dann würde ich sofort aufhören. Schach Royal Beef, wann? Ja.